zum Haus Thul. Richtig. Nachdem wir ja gerade die Bibliothek von Haus Alde da zerstört haben quasi, beziehungsweise alles, was da drin gelebt hat. Ja. Die blöden Penner, aber die waren stark, die waren richtig stark. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir hier irgendwo einen Modifikationshändler stehen haben. Lass mal gerade. Da ist er. Modifikationshändler für Stufe 34. Stufe 30. Gleiterhändler, Spezialgüter. Hier gibt's keinen, ne? Modi-Händler. Also ich krieg hier keine Modifikationen für Stufe weniger. Nein, nur Level 30. Level 30 bin ich aber noch nicht. 26. Wir sind zu früh auf Alderaan, glaube ich, ne? Ja, aber dann waren wir auch zu früh auf Tatooine. Ja, aber wir müssten jetzt zu einem Ausrüstungshändler von Tatooine fahren. Spezialgüter, Gleiterhändler. Ne, hier gibt's nichts. Schade. Ja, machen wir mal die Story weiter, würde ich sagen. Ja. Dann noch kommen wir ja miteinander. Noch kommen wir ja hier klar, ne? Ja, gut, aber wenn du das mal siehst für Stufe. Was, ich weiß gar nicht, was habe ich denn an für Zeug? Das ist Stufe 22. Das ist 5 Stufen schon fast runter. Also das ist dann doch ein bisschen heavy. Sollte man zwischen. Ich habe gerade meine angeguckt. Ich bin bei Level 18 von meinem Equip her. Na siehst du, und dann machst du doch noch mehr Damage als ich. Damage! Ja. Okay, da geht's wieder in die Phase. Richtig. Gehst du vor oder soll ich vorgehen? Ja, ich geh vor. Okay. Haltet mich über alles auf dem Laufenden, Urteil. Vielleicht müssen wir eingreifen. Ah, Sith, entschuldigt die Wartezeit. War eure Suche im Haus Alde erfolgreich? Ich habe mir schon die kühnsten Skandale ausgemalt, in die der ach so makellose Normar Organa verwickelt sein könnte. Nicht gerade ein Skandal, aber er war einst verlobt. Verlobt? Interessant. Jedi haben es normalerweise nicht so mit Hochzeiten. Lasst mal sehen. Bekanntgabe der Verlobung von Nomar und Rehanna. Meine Güte, wie pikant. Das muss schon 20 bis 30 Jahre her sein, lang bevor ich geboren wurde. Aber eines meiner Kindermädchen hat mal davon gesprochen. Die Schwester von Lord Rist war einst mit einem bekannten Adligen verlobt, entgegen der Wünsche beider Familien. Der Feigling beendete die Beziehung jedoch. Und ich dachte immer, dass Jedi an ihre Versprechen gebunden wären. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Zeitpunkt dieser Aufzeichnung passt. Genau wie der Name. Rehanna. Das Haus Rist ist für seine gut ausgebildeten Attentäter bekannt. Und Lady Rist bildet da keine Ausnahme. Bekannt ist sie jedoch vor allem dafür, dass sie stur gegen eine Vermählung ist. Und für die Demütigungen, die all jene ertragen mussten, die um ihre Hand baten. Ich sollte mich einmal mit Lady Rist unterhalten. Ja, das glaube ich auch. Und wenn sie Nomar noch immer liebt, dann könnt ihr sie vielleicht dazu bringen, Nomar nach Alderaan zu locken. Meine Worte werden süß wie Honig sein. Bitte seid vorsichtig. Die gefährlichsten Attentäter Alderaans stehen zwischen euch und Rehanna Rist. Viel Glück, Sith. Ich hoffe, eure Suche verläuft zufriedenstellend. Gott sei Dank, ey. Ich dachte, der Typ fängt schon wieder an, mit mir rumzuflirten. Seid ihr, wie schön, euch wiederzusehen. Und ich dachte mir nur, ey, halt die Fresse, geh mir aus dem Bild, Mensch. Naja. So, Haus Rist, also die gefährlichsten Attentäter gegen den gefährlichsten Attentäter. Beziehungsweise Attentäterin. Das wird ein Spaß. Haus Rist ist ja bekannt dafür, dass da sehr, sehr viele Gegner rumlaufen. Mhm. Also ich bin da ja schon wie oft drin gewesen. Aber ich habe die 1000 Risttypen immer noch nicht voll. Die habe ich auch nicht. So, mal gucken. Wir könnten eigentlich direkt mal eine Schnellreise irgendwohin benutzen und zwar nach da. Ja. Soll ich euch anreisen? Also zum Außenposten Bolim. Ich schwöre, dass ihr es weiß werdet. Oh, ich bin etwas müde, stelle ich fest. Für den Sonntagmorgen doch schon, wo es jetzt schon über 13 Uhr ist. Ja. Doch schon etwas verwunderlich. Aber was soll's, wir schlafen ja gerne. Schlafen ist immer gut. Ich habe aber heute Nachtschicht, das ist schrecklich, ey. Ich muss heute Abend wieder zur Arbeit. Boah, ist das ätzend. Ja, finde ich auch ätzend.
Total. Ja, wir fahren besser zu Fuß dahin. Gibt's keinen Gleiter, der da runter geht. Also wieder vorbei am Haus Alde. Ups, falscher Gleiter. Besser. Aber ich habe im Moment auch Eventbetreuung. Und boah, ich glaub's gar nicht, wie oft man in der Nacht rausgeholt wird, um in eine Firma zu fahren, weil gerade die Lüftung streikt oder sonstiges. Oh je. Ja, dann darfst du hin, alles kurz fertig machen, kurz beobachten, ob es jetzt richtig läuft, und dann darfst du wieder nach Hause, wieder schlafen. Und das geht permanent so. Das Höchste, was ich hatte, war wirklich, dass ich in einer Nacht 8-mal hingefahren bin, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, draufgeschissen, ich bleib jetzt einfach da. So. Mhm. Ja. Ja, das ist nicht schön. Ne. Ja, ich habe dann zwischendurch noch den Umzug. Nächste Woche gibt's neue Fliesen und so ein Kram. Ich habe ja meinen Vermieter dazu gekriegt, dass die richtig teure Fliesen, die ich eigentlich bezahlen wollte, bezahlt. Okay. Ja, ich sollte jetzt zum ersten eigentlich schon umgezogen sein, aber weil die das nicht hingekriegt haben, das Bad zu reparieren, wie ich das haben wollte, weil die Fliesen waren schon angebohrt vom Vormieter, habe ich dann gesagt, ja, passt mal auf, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann zahle ich euch keine Miete oder ihr zahlt die Fliesen. Ja, jetzt zahlen die Fliesen. Kriege ich ein richtig tolles neues Badezimmer. Das ist doch eine feine Sache. Leider steht da kein Computer drin. Sind wir hier richtig? Nein, ich bin falsch. Wieso? Du bist falsch, ja. Ich bin richtig. Ja. Du musst doch eigentlich immer nur nach Süden fahren, immer schön den Weg nach. Ja. Süden, Süden, Süden. Ey, wir sind jetzt hier gleich 5 Minuten unterwegs und haben noch gar nichts gemacht. Nein. Das Haus Rist ist ätzend, dass das so weit weg ist. Ja. Das ist wirklich am Arsch der Welt. Da komme ich wieder. Da kommst du wieder. Will ich da runterspringen? Nee, will ich nicht. Ich nehme lieber den Weg. Wo Haus Rist. Ja, man kann hier über die Klippe gehen. Haus Rist ist eigentlich besser zu erreichen über den Außenposten Talan, aber da haben wir keinen Gleiterpunkt gesehen gerade. Mhm. Deswegen muss man hier über die Jurankreuzung. Und das gefällt mir eigentlich weniger, weil man muss wieder am Haus Alde vorbei. Und sobald du dann hier bei mir bist, geht's dann auch direkt schon weiter. Gut, gut. Jurankreuzung entdeckt. Hier gab's auch irgendwo mal ein Wissensobjekt. Ich habe aber keine Ahnung mehr wo. Weiß nicht, sollen wir mal schnell runter zum Außenposten Talan? Nee, das kostet wieder zu viel Zeit, denke ich. Wo bist du denn jetzt? Ach, du bist quasi hinter mir. Gut, dann müssen wir über die Brücke fahren. Umherstreifender Nerf. Es gibt auf der Republikseite einen Nerf, der als Weltboss gezählt wird. Den habe ich noch nie gesehen. Okay. Den muss ich unbedingt mal umhauen. Ich glaube, das ist in der H4. Und ich glaube, jetzt wo die H4 so umgeändert haben, komme ich da sogar dran. Ja. Habe ich noch nie was so mitbekommen. Wir kriegen schon Hilfe aus der Gilde angeboten. Ja, da muss ich gleich mal zurückschreiben. Da kann ich auch ein bisschen auf dich warten. Ja. Jojo. Autsch. Ihr Mistviechers. Rist, Elite, Attentäter. Kann man direkt mal gucken, ob die was drauf haben. Ich würde auch fast sagen, sollte das Haus Rist. Ah ne, ist es ja nicht, das ist so später erst instanziert. Sonst hätte ich gesagt, machen wir das am besten direkt zusammen. Ja. Aber so. Oh, guck mal, 1600 Erfahrung haben die gebracht. Das hat schon mal ein bisschen was für sich. Jetzt kommt diese super Treppe von denen da, ne? Mhm. Super Treppe, Kampf durch Haus Rist und dann am Ende stehen wir dann ein paar Leuten gegenüber. Links hoch. Ja. Ich fahre nämlich auch immer geradeaus und dann muss ich feststellen, oh, du bist ja falsch gefahren, schon wieder. Siehst du, da stehen sie schon, die Attentäter vom Hause Rist. Ja, absolute Nichtsgönner. Weißt du, an was mich das als allererstes erinnert hat? Diese Häusergeschichte hier. Hast du früher mal Dune gespielt, dieses Strategiespiel? Nee. Das war mein erstes Computerspiel, Dune 2. Okay. Da bin ich mit eingestiegen. Da kam nachher Dune 2000 und so weiter, da gab es auch verschiedene Häuser. Und ich habe immer Haus Harkonnen gespielt, die waren cool. Gab es noch Haus Ordos und noch irgendwie so ein seltsames Haus. Wir haben Hilfe hier. Ja, das ist nicht schlecht, da kann man direkt hier durchmarschieren. Wir müssen hier einmal komplett durch, ne? Ja. Glaube ich. Hier gibt es noch einen Sidequest.
weiß nicht, nimmt man das mit? Nee, besser nicht. Nee. Nee, also erstmal alles abschlachten hier. Und dann schön weiterlatschen. Ach, der hat mich schon wieder gesehen. Ich wollte eigentlich getarnt angreifen. Ich muss eigentlich direkt immer in die Tarnung rein, glaube ich. So, jetzt Zip, Tarnung. Sprinten. Wo sind wir denn jetzt? Achso, wir müssen hier um die Ecke. Einmal hinten rum. Ha, one hit. Das Zurichten ist schon geil, muss man echt sagen. Ja. Zurichten natürlich. Ist echt eine feine Sache. Natürlich nicht, wenn du vorher schon angegriffen hast. Na, du hast schon die Akku von dem Typen. Und ich mache ihn schon alle. Oh, da sind, ist Respawn hinter dir, ne? Nicht zurückgehen. Oh. Na, ah, die sind schon aggro. Auch von irgendwas. Ich war es nicht, definitiv nicht. Ach, guck mal, da steht noch einer. Weg das Gefährte. Dein Gefährte hat die Aggro gezogen. Oh, Junge, Junge. Was ein blöder Heini, ey. Was ist mit dir los? Ich hab keine Ahnung. Deine Frau die Spülmaschine aus oder was? Ja, komm, beeil dich. Stehst mitten im Respawn. Oder hat die Telekom schon angefangen zu bohren, hä? Ich hoffe nicht. Ey, ich bin mitten in der Aufnahme. Seid ihr bekloppt oder was? Raus hier. Aber wir wollten ihnen doch ein Terabyte Internet freischalten. Was? Raus hier. Schon gehabt. Ja. Nee, ich nicht. Ja, zum Glück nicht. Also bei mir ist noch, bei mir kommt meine Nachbarin ab und zu mal und klingelt und klopft und macht und tut. Die ist schon, ich glaube 94 ist die. Die kriegt das natürlich nicht mit, ne? Also der kann es auch schlecht sagen, ey, pass mal auf, ich bin hier gerade beschäftigt, ich habe jetzt keine Zeit. Da muss man da mal nett sein und helfen. Ja. Das Gute ist, bei uns fallen momentan immer die Klingeln aus, warum auch immer. Lass es mich probieren. Bams, one hit. Da hinten ist ein Tool-Gefangener. Na und? Willst du ihn befreien, oder was? Nein, um Gottes Willen. Was, das Haus Rist, sie schnappt, bleibt beim Haus Rist, ganz einfach. Ja. Okay, wir sind fast da. Oh, soll ich nochmal? Den Silbernen da, da müssen wir eh dran vorbei. Ups, das war der falsche Skill. Jetzt bin ich nicht mehr getarnt. In die Tarnung rein, komm schon, in die Tarnung rein. Ach, hinter uns steht noch einer da. Jetzt nicht mehr. Doch, da. Jetzt ist er tot. In die Tarnung und dann hinter dem Silberling. Hinter dem Silberling dahinterher. Bams. Du wirst sterben, Freundchen. Guck mal, was die hier an Erfahrungspunkten bringen. Ey. Gleich wieder Level up. Ja, ich auch. Da, da, da. Hier wird nichts geschossen, dass das nur mal klar ist. Schon gar nicht auf meinen Kollegen hier. In der Appendix brauchen wir noch. Da hinten in der Ecke zappelt jemand. Der zappelt jetzt noch ein bisschen weiter. Tot. Tot. Und Phase. Die ist schwer hier. Die ist richtig schwer. Ja. Hoffen wir, dass alles gut geht. Ich erstelle dann mal. Okay. Schnell stirbt man nicht. Level up, juhu. Glückwunsch. Der erste ist tot, der erste Angreifer bis jetzt erst. Na, wie sieht's aus? Angreifer, fall schon um. Hast du deine schon kaputt? Ich habe alle zusammengezogen, habe die kaputt gemacht. Okay. Also die ersten vier oder fünf, die da waren. Ich muss jetzt die Sicherheitstür aufbrechen. Oh, da bin ich dran vorbeigelaufen. Und dann geht, glaube ich, auch schon das Video los. Mhm. Ah!
Meinen Glückwunsch, Sith. Ihr seid in mein Heim eingedrungen, habt meine Attentäter abgeschlachtet und euch einen Weg in meine privaten Gemächer erkämpft. Kann ich euch wenigstens etwas zu trinken anbieten, bevor ihr Forderungen stellt? Etwas zu trinken wäre nett. Wunderbar. Die Leute haben heutzutage so wenig Zeit für Gastfreundschaft. Nun sagt mir, was wünscht die blutjunge Tochter von Tuul von Rehanna Rist? Ich glaube, das hier trägt euren Namen. So, so. Lasst mich raten. Ihr habt diese Holo aus einem staubigen Archiv im Haus Alde. Sagen wir einfach, die königliche Jediheit Nomar Organa und ich sind Geschichte. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Erzählt mir von Nomar Organa, oder ihr sterbt. Denkt ihr, als Sith könntet ihr mich mit euren Drohungen einschüchtern? Ich habe mehr Krieg gesehen als ihr oder euer kleines Tulvögelchen. Und ohne einen Kampf bekommt ihr nichts aus mir heraus. Mann, ey, die ist ja hartnäckig. In Ordnung. Ihr gewinnt. Ich werde ihn kontaktieren. Nomar Organa ist es nicht wert, für ihn zu sterben. Aber dann will ich, dass ihr verschwindet. Kontaktiert Nomar, dann werde ich gehen. Ich hole ihn auf den Schirm. Rehanna, was für eine Überraschung. Das kann ich mir vorstellen. Nomar, es gibt etwas, worüber ich mit dir reden muss. Nur zu. Kann ich etwas für dich tun? Irgendetwas? Es ist, kompliziert. Ich brauche da einen Gefallen von dir, hier auf Alderaan. Ich hatte gehofft, wir können uns treffen. Natürlich. Ich kann in ein paar Stunden da sein. An der alten Stelle? Ja, die alte Stelle. Ich danke dir. Da, seid ihr jetzt zufrieden? Erzählt mir von diesem Treffpunkt. Ich werde euch die Koordinaten geben. Aber ich werde euch nicht begleiten. Und ihr solltet lieber von hier verschwinden. Der Treffpunkt ist in einer unterirdischen Höhle in der Nähe des Hauses Cortez. Doch die Eingangstunnel sind voller Killix. Also viel Glück. Ihr wollt, dass ich dabei draufgehe, ja? Ich kann nicht sagen, dass ich euch vermissen würde, Sith. Und jetzt raus aus meinem Haus! Okay. Ich konnte sie leider nicht töten. Nicht? Nee, also ich hatte zwar die Wahl, aber ich habe mir gedacht, ich mache der erst noch ein bisschen Feuer unterm Hintern. Habe ich auch gedacht, so ja. Ging leider bei mir auch in nicht mehr ganz so gut. War das mit dem Töten nichts mehr. Begib dich zum Treffpunkt. Guck mal kurz auf die Karte, wo der ist. Der ist nämlich, ja, wir müssen hier wieder raus, aber ich benutze den Port. Und zwar zum Außenposten Bolem zurück. Und dann werden wir dann in der nächsten Folge einfach zum Außenposten Talan reisen, würde ich sagen, und von da aus dann mit dem Bike fahren, weil ich habe keine Lust, mich nochmal durch das Haus Rist durchzukämpfen. Nee, bloß nicht. Ja, also, in der nächsten Folge dann schnappen wir uns den Typen an ihrem Treffpunkt. Richtig. Bis dahin, habt viel Spaß im Spiel. Bye, bye. Bis dann.